Das wollte ich jetzt gar nicht. Ach, das war eine Höhle. Ja, ich hab gewusst, dass hier irgendwo eine Höhle war, aber. Okay, das war Zufall. Okay. Nice, nice, nice. Ach Gott! Die schon wieder! Oh nein, nee, das kann's jetzt echt nicht sein. Du, nicht von dir. Nicht von dir. Das lasse ich mir nicht geben. Boing. Was gibt's da noch? Oh. Oh, die leben hier irgendwie und haben hier überlebt mit sehr vielen Schwierigkeiten, haben hier noch ein bisschen tropisches Gefilde und ich soll sie in Ruhe lassen. Sollen wir sie in Ruhe lassen? Ich würde sagen, zwei Angriffe und tot. Das ist meine Antwort darauf. Und ha, gekonnt ausgewichen. Hier ist nichts, uninteressant. Oh, es geht immer noch weiter. Was uns hier wohl in der Höhle erwarten wird? Ach Gott, was seid ihr denn? Schweine, ihr seid Schweine. Kann man euch. Ihr seid ja nicht gerade schnell. Aber das könnte wieder genauso gut wie die Frösche sein. So ein richtiges, ich sag mal, Ultraschwein am Ende als Boss oder einer der Bosse. Noch haben sie Angst vor mir. Ich schnapp mir die Perle hier. Ich glaube, die Perlen sind für den Endboss gut, weil ich mich ja dadurch. Was hat das gerade gemacht? Hat das mich angerotzt oder was ist los? Ah, du kannst mir jetzt nichts mehr anhaben. So, ich frage mich jetzt. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Sehe ich das richtig? Hier. Da, wo ich. Okay, springen will gelernt sein. Was ist das? Oh nein, ich kann nicht höher hüpfen oder was? Ah, doch. Was? Ich muss das ganz vorsichtig. Und Sprung! Du schaffst das, Digga. Und Sprung. Und nochmal. Und Sprung. Ah, spring drauf. Bam. Ha. Ja, lass das Fleisch sein. Toll. Hat uns nichts gebracht. Das ist ja der reine Wahnsinn. Oh, was? Oh, ich spring. Natürlich. Ich spring natürlich rein. Ich habe nichts anderes von mir erwartet. So, jetzt nervt ihr mich aber. Ah. Das ist jetzt gerade eine erbärmliche Vorstellung. Ah, ja, was soll's. Ah, so wären wir auch in das Level gekommen. Ach nee, halt, stopp, jetzt. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt gehe ich da nochmal rein. Und wo bin ich jetzt? Ah, Exit of Mount Snow. Ah, dann kann ich ja. Bringt ihr viel HP? Oh nein, eins, stimmt ja. Oh nein, nö, 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 nö. Das lassen wir mal schön. So, hab ein bisschen HP gesucht, aber hab dann gedacht, nee, nee, komm, du, lass du mal gehen. Und ich speichere jetzt mal, weil hier sind schon wieder zwei Wege. Und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Und spontan hätte ich mir jetzt gesagt, dass ich in die Eiswelt gehe. Und was erwartet mich in der Eiswelt? Domain of Hynodon. Ja, yeah, die Domäne des Hynodon. Was ist das? Was ist das? Ach Gott. Oh, oh Gott, oh Gott. Was seid ihr? Was seid ihr? Was nervt ihr mich, hä? Ach Gott, hier gibt's. Die geben 100. Die geben verdammte 100. Immer diese Dinge, die man zu spät erfahrt. Was? Das ist eine Tür aus Eis. Sie ist zu schwer, um sie zu bewegen. Ich hab doch Hörner! Ah! Ah! Ah!
dann Essigeis. Sag mal, bist du ein Weichei, du Ding? Komm, friss das Eis, Mann. Echt jetzt. Du bist doch ein harter Mann. Also, harte Männer essen Eis. Okay. Moment, halt. Das hört sich jetzt gar nicht mal so männlich an. Egal. Okay, ich kann nicht weiter. Das war schon mal eine gute Wahl, eine sehr gute Wahl. Dann gehen wir eben halt zu den Tropen und fragen uns, wieso die Eiszeit nur halbe Sache macht. Land der Überlebenden. Sagen die, es ist dasselbe wie die anderen Viecher? Ich schau mal. Ah, okay. Genauso wie die anderen Viecher. Damals halt. Oh, ups. Das wollte ich jetzt ja nicht. Ah, das könnte ein Kick sein. Dieses auf den Gegner so. Melone, Melone, Melone. So. Melone. Also kann ich mit meinen Hörnern verletzen. Aber wir wissen ja, die Hörner können auch wieder verschwinden. Leider, leider, leider. Die bleiben nicht. Und bevor das passiert, sollten wir zumindest mal, das heißt von der HP her, ein bisschen aufstocken an Evo Points. Also, egal wie sinnlos die Gegnerkillerei das jetzt. Was war mein, was stand da? 13 von 22 Areal. Moment. So viel Platz ist doch gar nicht mehr auf der Karte. Ah, da oder geht's da unten etwa weiter? Interessant, interessant, interessant. Ich kann auch nicht zum Vulkan, also laufen wir einfach mal weiter. Boss? Ah, schon wieder die Dinger. Oh, die Etis kommen. Oh, Entschuldigung. Das war mein Fehler. Jetzt fühle ich mich besser. Ja, ich hab dich doch auch. Oh, wunderbar lieb hab ich dich. Ja. Da oben liegt nichts, würde ich sagen. Ich find's ja extrem lustig. Ich hab ja gedacht, ihr seid alle irgendwie ausgestorben und so. Ich meine, ich denke nur mal zurück an die dramatische Szene, wo... Naja, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, das war dann doch schon etwas recht krank. Oh, was kann... Oh, was will... Oh, nein, 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 nicht sterben. Oh, okay, okay, das war jetzt echt nicht nötig. Das war Fail von mir, ich gebe es zu. Das war einfach, dumm. Ja, jetzt sagst du dasselbe nochmal. Ho, 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 der Yeti. Ja, der Yeti zeigt dir jetzt, wo der Hammer hängt, mein Freund. Ah, komm her. So. Was ist jetzt mit deinem Yeti, hä? Der Yeti kommt. Lach mich krank. So. Yeti hat dich getötet. Aber da die Viecher ja warum auch immer springen können, gehe ich jetzt einfach mal weiter. Ich mag keine springenden Dinos. Die sind so agil und wendig und... Ach, weiß der Teufel.